Habe der den verrückten Tomaten-Kochstudio in Bad Kösting, Stefan, hallo Geri. Hi, grüß dich. Danke, dass du mich wieder hältst. Gerne, gerne. Heute, sag ich erst einmal Servus, habe der mein eigener Hauswein aus Italien, ausgezeichnet. Also, heute machen wir Spaghetti Puttanesca, weil wir haben gefragt, ja, wegen Sardellen und Kappen oder so, wie man das macht. Da habe ich gesagt, okay, heute machen wir es kurzfristig. Stefan, schon her. Kappen, Äpfel, normale Kappen, Knoblauch, Sardellen, ganz gute aussuchen bitte. Roten Zwiebel, der ist nicht so scharf. Tomatenmark, Sherry-Tomaten und Spaghetti. Die habe ich schon ein bisschen vorgekocht, weil sonst dauert das lang. Eine Pfanne habe ich auch schon vorgekocht. Ah, Stefan, jetzt ist mir noch was eingefallen. Ich habe ein Ding gemacht. Schweinshaxe gibt es heute Mittag. Müsst ihr euch schnell anschauen. Ist ja sauer, oder? Ja, nasch. Weil jetzt mache ich jeden Sonntag mittags irgendein bayerisches Gericht. Letzte Woche habe ich einen Hackbraten gehabt, dann haben wir einen Sauerbraten, dann eine Schalenfleisch. Immer ein bisschen was bayerisch, dass die Leute sehen, dass ich auch was anderes kochen kann, wenn ich es auch sonst nicht kann. Einmal und drei. Jetzt habe ich schon was wieder rein, dann kann ich es dabei weitermachen. So, okay. Was drin ist, habe ich erklärt. Dann habe ich schon ein bisschen vorgeheizt. Dann nehme ich jetzt den rauen Zwiebeln in die Hälfte. Was kurz anschwenken. Ein bisschen Knoblauch. So. Dann die normalen Kappen, das geht ratzfatz halt. Vorher hat man nicht geschrieben, dass bei mir Puder so brennt, was ich da reingeschütte. Ja, da habe ich gesagt, nur mein, das Kipp vom Ablöschen. Da haben wir die schöne Sardelle. Legt sie da ein bisschen auseinander rein. Ich habe aus Italien mitgebracht. Das ist qualitativ super, nicht zu salzig. Dann die Tomaten. Ich habe gesagt, das geht ratzfatz heute. Tomatenmark. Dann ein bisschen abwischen, dass es wieder brennt. So. Dann nehmen wir den Kochlöffel. Dann habe ich die Kappernäpfel, die haben auch noch super zum Anschauen drin. Und ganz am Schluss, oder jetzt kann man auch schon ein bisschen Teelöffel rein, ein bisschen herreißen. Dann tun wir ein bisschen mehr Wein rein, dass es ein bisschen flüssiger wird. Dann habe ich Aquacultura, wieder was Nudelwasser gekocht ist. Als wird die schon von der Farbe her. Und jetzt habe ich noch fünf von mir noch. Eine Tomatensauce, die tue ich selber 6 oder 7 Stunden kochen. Das kannst du daheim auch machen. Das kannst du teilweise dann auch eingefrieren. Die tun wir auch noch rein. Ja, püriert. Schön von der Farbe, ne? Sehr gut. So, jetzt lassen wir es mal kurz aufkochen. Ein bisschen Blumen habe ich immer da, auch im Lokal. Weil das gehört dazu, das wischen wir da schnell ab. Weil du jetzt hier noch ein Foto machst, weil das ist ja von der Pfanne. Das geht natürlich jetzt nicht weg. Dann stehe ich es noch bei den Füßen. Zack. Jetzt nehme ich meine Spaghetti. Da ist übrigens der Kartoffelgurkensalat. Der kommt dann zu den Schweinshaxen und der Schwiegermutter geht dazu. Salz, nehmt bitte nicht zu viel, weil Kapern, die haben nicht recht salzig. Ein
so schaut das aus. Machen wir es noch mal kurz heiß. Dann nehme ich mal die Zange. Dann schaue ich schnell hinter, dann würde ich es selber. So. Ein super Gericht, geht schnell, ruckzuck. Im Hintergrund läuft Funkmusik pur, eine von meinen Lieblingsbands, Zapp, mit Roger Troutman, der ist wohl leider erschossen worden, ja. So, da haben wir noch ein bisschen Gläser. Und da haben wir noch ein bisschen, wo haben wir jetzt einen Pfeffer hingestellt? Da ist er. Natürlich gerne wieder ein bisschen Pfeffer rundum, wenn es serviert wird. Also ein Rind, das gut ausschaut. Und dann ein bisschen Olivenöl. So, Stefan. Vielleicht schießt wieder ein paar Screenshot-Fotos. Alles gut. Ich hoffe, es gefällt euch. Probiert es doch einmal aus. Geht ruckzuck. Ist schnell fertig. Ein gutes Wendel dazu, empfehle ich einen Weißwein zum Abmischen, einen Weißwein, keinen Rotwein bitte. Keinen Rotwein, einen Weißwein nimmst bitte. Am besten Wein. Am besten Wein, am besten Wein, ja genau. Ja, also wenn es euch gefallen hat, gefällt mir drücken und am besten ist man natürlich abonnieren. Oder ruft zu, wenn ihr eine Frage habt, 0171 36 4 mal die 2 und die 9 oder 09941. 40 17 217. Dann donnerstags, weil ich frage mich immer wieder, ich habe nur am Donnerstag meine Pizzas. Da habe ich meine Fans schon, da mache ich frischen Tag und alles frisch auf der Pizza drauf. Kostet um 1-2 Euro mehr, aber da habt ihr Qualität. Und ja, also ein Witz, mein. Also, treffen sich zwei Fremde. Nach 5 Jahren wieder hat der eine einen Holzfuß, ne? Dann sagt der andere, was ist mit dir passiert? Ja, sagt er, weißt du, ich bin zur See gefahren, dann haben uns Piraten überfallen und mit der Kanone und Kugel haben wir einen Haxen mitgerissen, gell? Ja, hat der andere gesagt, scheiße, gell? Dann 5 Jahre später treffen sie sich wieder, hat er einen Holzhahn mit einem Eisenhaken vorne dran, ne? Dann sagt der andere, was ist dir schon wieder passiert? Sagt, ich hab das doch erklärt. Piraten, ich bin am Schiff. Wieder mit Schwert haben wir einen anmachen. Jetzt sagen die scheiß Eisenhaken da, ne? Ja, weitere 5 Jahre später treffen sie sich wieder, hat er eine schwarze Augenbinde dran gehabt, ne? Hat sein Freund gleich gesagt, hä? Wieder Piraten? Sagt er, nein. Sagt er, ich hab am Masten aufgeschaut am Schiff. Und da hat mir ein Löwe genau ins Auge geschissen und ich hab mir mit dem verkehrten Arm das Auge ausgemischt. Shit happens. Shit happens. Ja, Stefan, danke wieder, dass du dabei warst. Gerne. Und ich kann dich da brauchen, weil du machst es wirklich schon fast wie ein Profi. Ja, ja. Ja, ja, hast du gelegt, mein Marsch. Und habe die Ehre, wie man in Bayern sagt, und nicht ciao.